Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Wann hast du das letzte Mal so richtig ausgemistet? Kürzlich erst habe ich das getan und es lief wunderbar, bis auf das Badezimmer. Hier fiel es mir schwer, mich von Dingen zu trennen, obwohl sie schon seit Jahren rumstanden. Wer kennt es nicht? Und so dachte ich, ich könnte ja so einen kleinen Schrank dazu kaufen, in den ich dann all diese Dinge stecke. Dann stehen sie nicht mehr so rum und es wirkt viel aufgeräumter. Als ob das etwas am Grundproblem lösen würde. Die Wahrheit ist, ich würde diese Dinge dennoch nicht benutzen. Sie würden also immer noch rumstehen. Jetzt einfach versteckt. Die Wahrheit ist auch, ich würde Geld für einen Schrank ausgeben, den ich gar nicht wirklich brauche. Ich würde das Problem also einfach nur verlagern und verstecken, mich aber nicht wirklich damit auseinandersetzen. Wirklich heilsam ist, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Drum fang nicht damit an, sie zu verlagern, gar zu verstecken. Wo hast du in deinem Leben Probleme, Schwächen, Eifersucht, Traurigkeit und vielleicht sogar Hass einfach irgendwo in einer Schublade versteckt, die nun kurz davor ist zu explodieren? Wo fürchtest du, dass dich all das demnächst wieder einholen wird? Im Epheserbrief steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, also weg damit. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Redet nicht schlecht voneinander. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Wusstest du, dass sowas direkt in der Bibel angesprochen wird? Und ist dir wirklich bewusst, dass die Bibel uns geschenkt worden ist, um uns das Leben zu vereinfachen? Einfacher wird es, wenn wir eben ausmisten, alles rauswerfen, das zu viel Platz einnimmt und uns dadurch belastet. Womit fängst du heute an? Ich helfe dir gerne mit einem Gebet. Vater, heute möchte ich mich von all dem trennen, was nicht mehr in mein Leben gehört. Ja, decke auf, was ich versteckt und sogar vergessen hatte. In Jesu Namen löse ich mich von all dem, um das Neue anzuziehen, das dir gefällt und dich ehrt. Amen. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.